Die Teampräsentation des BSV Sachsen-Zwickau fand in diesem Jahr auf dem Zwickauer Hauptmarkt statt. Das zeugt zum einen von Selbstbewusstsein, hat es der Verein doch geschafft, trotz Verkleinerung der Liga die höchste deutsche Spielklasse, die erste Bundesliga im Frauenhandball zu halten. Außerdem wollten die Verantwortlichen einmal die Jugendarbeit des Vereins an zentraler Stelle präsentieren. In allen Altersklassen, von den Bambinis bis zur A-Jugend und dem Juniorenteam als zweite Mannschaft, hat der BSV Sachsen mindestens ein komplettes Team auf der Platte. Da werden viele Orte für die Präsentation schnell zu klein. Es gab in Zwickau schon einmal den Spruch, einem Profiverein brauche ich kein Geld zu geben, ich gebe es lieber Kindern und Jugendlichen. Nun gut, der BSV Sachsen ist mit seinem Erstligateam nah am Profisport dran. Und was gab es auf dem Hauptmarkt zu sehen? Bambinis, E-Jugend, zweimal D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend. Das gesamte Altersspektrum komplett abgedeckt. Da kann der Verein schon stolz sein. Aushängeschild ist natürlich das Erstligateam, recht international besetzt. Doch mit etwas Willen geht es auch recht schnell mit der deutschen Sprache. Hallo, ich bin Jovana, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Montenegro. Ich komme aus Ungarn. Hallo, ich bin Natascha, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Montenegro. Die Stimmung im Team ist gut, die Mädels verstehen sich, die Neuen werden von den anderen gut unterstützt und auch Trainer Norman Rentsch ist mit der Entwicklung recht zufrieden. Ja, genau. Wir haben, glaube ich, ganz gut unsere Hausaufgaben machen können über den Winter und Frühling. Wir haben jetzt halt einen Kader, wo halt jede Position doppelt besetzt ist. Wir haben halt die Möglichkeiten, halt auch auf diesen Positionen variabel zu agieren. Jede Spielerin hat individuelle Fähigkeiten, wo sie der Mannschaft sehr, sehr gut helfen kann. Und jetzt heißt es halt einfach, das Team halt zu formen, das Team halt zueinander zu bringen, sodass man halt, was im Handball natürlich eine enorm wichtige Bedeutung hat, da halt eine kämpferische Truppe auf der Platte sieht und dann kann halt viel passieren. Mit der neuen Spielstätte in der Stadthalle ist auch noch mal ein Schritt, möchte sagen, vorwärts getan. Wie ist so das Gefühl von dir? Ich glaube nicht, dass es nur ein Schritt ist. Das ist eine riesen Herausforderung für uns alle. Im Verein sind wir schon seit über einem Jahr, glaube ich, in der Grobplanung, seit einem halben Jahr in der intensiven Planung halt dabei. Ist eine ganz tolle Sache, dass wir da drinnen spielen können, dass wir die Möglichkeit bekommen haben von den Entscheidungsträgern, das als unsere neue Spielstätte halt lauten zu lassen. Ich hoffe das natürlich, dass wir halt auch die Kapazität ausnutzen können, dass viele, viele Fans in die Halle halt kommen, weil ich glaube, die Akustik ist entsprechend, dass es halt auch wirklich zum Tempel werden kann, wo die Fans uns Kraft geben und wir natürlich halt diesen Funken halt auf unsere Fans halt überspringen lassen wollen. Dazu bedarf es einer harten Vorbereitung. Da haben wir noch ein paar Wochen und noch ein paar Testspiele. Und dann hoffe ich, dass am 8.9. um 16 Uhr gegen Blomberg die Saison halt mit einem Erfolg halt beginnen kann. Nun ist die Liga zwei Mannschaften kleiner in diesem Jahr. Wird es dadurch noch ein bisschen härter? Richtig hart. Ne? Also der Verband hat sich ja ausgesprochen, dass man gerne die erste Bundesliga in eine Profiliga halt umwandeln möchte. Die Gründe können wir immer noch nicht ganz so verstehen, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Sprich, wir sind unter diesen 12 Mannschaften, darauf darf Zwickau, darauf darf die Region und darauf darf auch der Verein sehr, sehr stolz sein. Wir sind im vierten Jahr in dieser besonderen Liga drin und jetzt wollen wir halt auch diesen nächsten Schritt machen, vielleicht halt auch in die Entwicklung halt weiter voranzugehen. Ich weiß, dass es halt gefährlich ist, große Ziele halt auszurufen, weil man dann halt schnell auf den Hosenboden wieder fliegen kann oder schnell abbrechenbar ist. Aber trotzdem wollen wir als Sportler, als positiv denkende Menschen da auch da genau hingehen. Wir haben einen neuen Modus. Es gibt unter den ersten 8 Mannschaften einen Playoff-Modus und unter die letzten 4 Mannschaften einen Playdown-Modus. Wir wollen gerne halt da mal hinschauen. Wir wollen dieses Ziel halt auch definieren, weil ohne dem wird es halt nicht gehen. Und es wird eine sehr, sehr interessante Saison. Mal schauen, wie wir reinkommen. Trotz der komplizierten Terminplanung in der Stadthalle ist der Spielplan recht gut gelungen. Samstag- und Sonntagsspiele, dazu wenige Mittwochstermine. Das kann sich doch sehen lassen. Auf dem Hauptmarkt war an diesem Tag noch eines zu sehen. Sport, das ist nicht nur das Erbringen von Höchstleistungen. Sport ist vor allem das Zusammensein und der Spaß an der Sache. Ernst wird es schnell genug.
Und zwar am 8. September in der Stadthalle Zwickau zum ersten Heimspiel.